Hallihallo, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Die Sims 3 mit Alicia. Alicia ist jetzt gerade aufgewacht und hüpft hier aus ihrem Bettchen raus. Und mir ist aufgefallen in der letzten Folge, dass ihr sie noch gar nicht so richtig von nahem gesehen habt. Also jetzt, gut, jetzt ist sie halt in Unterwäsche, aber ich zeige sie euch mal etwas näher. Sie hat Sommersprossen, braune Augen, braune kurze Haare, ziemlich volle Lippen und ja, ich finde sie total hübsch und niedlich. Sie hat so eine kleine Stupsnase von mir bekommen. Ja, und in dem Outfit hat sie ordentliche Hupen. Aber das darf sie ruhig haben. Ich habe mir die letzte Aufnahme angeguckt. Das ist jetzt ein paar Stunden später. Und ich nehme gleich wieder auf, weil ich total Lust habe gerade darauf. Und ich versuche jetzt, ich habe ja in der letzten Folge im Fenstermodus aufgenommen und jetzt nehme ich im Vollbildmodus auf, weil mir ist aufgefallen, dass die Maus dann ein bisschen versetzt war. Und ich versuche jetzt das Bild im Nachhinein so zu bearbeiten, dass es passt. Wenn es nicht passt, dann entschuldigt das bitte. Ich werde das dann zur nächsten Folge wieder anders machen. Die Soundeinstellungen fand ich so eigentlich ganz in Ordnung. Und was mir aufgefallen ist, was ich ja in der letzten Folge gesucht habe, verzweifelt, war die Buchhandlung. Und die ist hier, das ist mir im Schnitt aufgefallen, dass die eigentlich fast gegenüber von uns ist. Hier ist ein kleiner Park. Da kann man sogar Rollschuh fahren. Süß. Und hier können wir was essen. Cool. Genau, und hier ist dann die Buchhandlung und ein Wellness Center. Perfekt. Da werden wir dann gleich unser Buch kaufen. Und ja, vielleicht können wir uns dann hier fertiges Essen kaufen. Mal schauen, was es da so gibt. Aber wenn wir den Essenswagen schon vor der Tür haben, können wir den doch nutzen, oder nicht? Ach ja, wir haben hier Besuch von diesem Maskottchen bekommen. Das heißt, wir können das hier verkaufen, weil wir definitiv nicht an die Uni gehen. Und was wollte ich noch sagen? Ja, ich wollte dann gucken, ob die Sims auch mehrere Outfits haben können. War da ein Pferd? Nee. War ein Hirsch. Ein Hirsch läuft hier entlang. Der wird hier vom Essen angelockt. Ah ja. Gut, wir sind jetzt in der Buchhandlung. Ach ja, das ist ein Rabbit Hole, genau. Wir können sogar welche verkaufen. Wir wollen Fähigkeitenbücher und zwar Reiten. Zen oder die Kunst, nicht vom Pferd zu fallen. Perfekt. So, dann kaufen wir das. Können wir hier auch in Mülltonnen wühlen? Tatsache, aber sollen wir das mal machen? Mal gucken, was da rauskommt. Wir nutzen einfach alles, was wir hier so kriegen und finden können. Es gibt ja auch tatsächlich im Frühling immer Blumen zu pflücken, aber wir haben ja jetzt schon Sommer. Ich glaube, da gibt es keine Blumen mehr. Da haben wir gerade geduscht, ne? Natürlich blöd. Und sie könnte auch eine Teilzeitkarriere annehmen. Das wird uns zwar nicht die dicke Kohle bringen, aber vielleicht. Oh, ein Ara ist hier. Cool. Das ist sehr cool. Ein Objekt wurde in meinem Inventar platziert. Block- und Stiftset. Okay. Ist jetzt, glaube ich, nicht so viel wert. Im Lotto gewinnen. Wie können wir denn Lotto spielen? Viele Wege führen zu Reichtum. Manche sind einfacher, andere schwieriger. Dein Sim verdient das gewinnlos im Lotto, um ihr Leben in Luxus zu führen. Das wäre schon irgendwie wie Cheaten, aber grünes Glühwürmchen hat sie noch gefunden. Toll. Und jetzt ist sie schmutzig. Das habe ich ja gut gemacht. Eine Waschmaschine kaufen wir erstmal nicht. Wir haben, glaube ich, einen Waschsalon hier in der Welt. Und da können wir dann unsere Wäsche waschen. Rennen den doch nicht gleich um. Zusehen und anfreunden. Das ist ja cool, dass der da noch nicht weggeflogen ist. Schön. Jetzt möchte sie verreisen. Das wird auch erstmal nicht drin sein. Und sie möchte irgendwie Knaller kaufen. Weiß ich nicht warum. Und was haben wir hier? GRA. Irgendwas Center besuchen. Irgendwas ist da. Weiß ich nicht, ob wir da hin sollen.
Sie hat es gefangen, sie sollte sich doch nur anfreunden. Wow, wir haben Ara. Okay, Alicia hat folgendes Tier gefangen. Catalina-Ara, die Spezies großer Vogel, nimmt in der Unterordnung die Position ungewöhnlich ein. Wow. Wir haben jetzt einen Vogel. Sie kann ihn tragen, freilassen, mit ihm spielen. Trag ihn doch mal. Jetzt spinnt meine Maus schon wieder. Ja, ich wollte hier dann noch Essen kaufen. Ich glaube, das ist ziemlich ungesund, aber. Okay, jetzt hat sie ihn wieder eingesteckt. Aber da müssen wir nicht kochen. Wieder sportlich unterwegs, die Alicia. Wir können heute dann wieder Reitunterricht nehmen. Allerdings müssen wir so ein bisschen auf unser Geld achten. Burrito-Fischsuppe, Hamburger, Taco, Plasma-Fruchtsuppe. Nimm noch ein Burrito, das klingt gut, ist auch nicht so teuer. Hast du was zu essen? Und dann müssen wir noch mal nach Hause duschen gehen. Ja, jetzt brauchen wir natürlich einen Vogelkäfig. Ich glaube nicht, dass der die ganze Zeit im Inventar bleiben kann, unser Ara. Wie soll er denn heißen? Rio. Ja, wir nennen ihn erstmal Rio. Das finde ich ganz witzig. Mann, die scheint das echt zu genießen. Das Essen. Oh, fettig. Fastfood ist vielleicht nicht die gesündeste Variante, aber so lecker. So, du wirst duschen und dann werden wir mal die Dienste abbestellen. Geht das hier übers Telefon? Dienste. Wahrscheinlich Dienste anrufen und dann abbestellen. Weil den Zeitungsdienst brauchen wir einfach nicht. Die Zeitungen werden hier nur schlecht sozusagen. Blöd, dass hier nicht steht, wie man jetzt wie man Lotto spielen kann. Geht das vielleicht auch übers Handy? Nee, finde ich nicht, dass wir da irgendwie im Lotto spielen können. Zeitungsdienst abbrechen, bitte. Und dann setz dich doch mal irgendwo nach draußen in die Sonne. Oh, hier ist gleich ein Schwimmbad. Setz dich doch noch mal hier hin und dann liest du dein Pferdebuch. Reiten Teil 1. Genau. Wow, wer läuft hier lang? Lindsay. Lindsay Brown. Die sieht auch nett aus. Mal gucken. Vielleicht kommen ja hier noch ein paar Leute vorbei, die wir dann doch mal ansprechen können. Auch wenn sie ein schüchterner Sim ist, aber sie möchte ja trotzdem ein paar soziale Kontakte. Boah, wir haben 37 Grad. Och, wie süß. Argo ist hier wieder unterwegs. Wir haben 37 Grad. Das ist ja super heiß. Da müssten wir eigentlich schwimmen gehen. Kann sie doch. Ich glaube, die Sims können auf. Pack das mal ein. Ich glaube, die können auf der Matte lesen. Wenn sie jetzt irgendwo am Strand liegen, haben wir ja einen Strand in der Nähe. Hier ist ein Strand. Dann geh da mal bitte hin. Und dann kann sie sich hier einfach hinlegen. Oder? Oder verwechsle ich das jetzt mit Sims 4? Ich weiß es nicht so genau. Kommt sie wieder angeradelt. Wir probieren es mal. Hier entspannen. Doch, genau. Da packt sie dann ihr Handtuch raus und dann kann sie nämlich lesen. Dann, oh, was ist hier? Wow, hier kann man sogar schlafen. In der Nähe gibt es keine flache Stelle. Hier vielleicht? Nee. Komm schon. Irgendwo musst du doch dein Handtuch hinpacken können. Hier oben. Oh nee, na dann. Sie findet hier einfach keine flache Stelle. Es ist hier zu hügelig oder so. Dann wirst du dich hier entspannen. Guck ich mal, ob ich da lesen kann. Also, wenn man hier mal eine Rags to Riches spielen würde, hätte man einen guten Spot, um, ja, zu schlafen, zu duschen und auf die Toilette zu gehen. Hier hat man alles, was man braucht. Hallo? Clay Taylor. Clay Taylor. Der sieht sympathisch aus. Okay, sie geht ganz woanders hin. Sie setzt sich jetzt hier oben hin. Gut, wie sie möchte. Wenn sie lieber da oben sitzen möchte. Wenigstens sitzen wir jetzt nicht mehr neben dem fettigen Fastfood-Wagen. Oh, unser Telefon klingelt. Wer das wohl sein mag? Hallo? Alicia hier?
Adriana gratulieren. Gut, das war scheinbar ein Telefonstreich. Liebe Freunde, liebe Familie. Ach, ganz egal, denn Sim möchte einem frisch getrautem Paar seine Glückwünsche zur Hochzeit aussprechen. Du kennst sie doch gar nicht. Was ist denn das für eine Idee? Oh, yes. Wir haben den Wunsch erfüllt. Ich würde sie dann mal losschicken, jemanden kennenzulernen. Bist du der Bademeister oder wieso kann ich dich nicht normal begrüßen? Freundschaftlich begrüßen geht doch. Dann lassen wir noch schnell sie den Punkt hier voll machen. Dann hat sie schon den zweiten Reitpunkt. Und ich denke, wir werden in dieser Folge doch schon ein Pferd kaufen, weil, obwohl wir haben so wenig Geld, ne? Müssen wir gucken, dass wir jetzt noch ein bisschen Geld machen und dann schon ein Pferd kaufen, weil mit dem Pferd können wir dann auch an Reitturnieren teilnehmen, hoffentlich und so. Ich weiß nicht, ab welcher Fähigkeit man das machen kann. Und können damit dann halt auch Geld verdienen. Oder wenn wir einen Hengst kaufen, können wir den auch anbieten, dass der Stuten deckt und dann kriegen wir dafür auch Geld. Und halten würde ich den dann einfach in diesem Reitzentrum, was ich euch in der letzten Folge schon gezeigt habe. Genau. Boah, du hast ja einen Body. Aber du siehst ein bisschen grimmig aus, Tobi. Oh, die streiten sich da auch gerade. Willst du vielleicht doch lieber jemand anderen kennenlernen? Wie wär's mit ihm? Ein paar Männer würde ich auch gerne kennenlernen. Du bist Clay Taylor. Genau, dich hatten wir schon angezogen auch gesehen. Und du scheinst erkältet zu sein. Die stecken sich ja dann immer unheimlich schnell an, wenn die erkältet sind. Da muss man echt aufpassen. Hallo. Spezial Pferdefreund. Mal gucken, ob er auch Pferde mag. Wir werden mal von Pferden schwärmen. Und ihm den Tag verschönern. Schlechtes Buch kritisieren, fand sie das nicht gut? Ja, dadurch, dass sie schüchtern ist, fällt es ihr deutlich schwerer, Freundschaften zu schließen. Ich bin gespannt, wann wir denn mal unseren ersten Freund haben werden. Oh, okay, er scheint keine Pferde zu mögen. Also ich brauche natürlich schon einen Mann... Oh, der mag uns nicht. Ich brauche natürlich schon einen Mann, der auch Pferde mag. Und es ist jetzt schon ziemlich spät. Du musst dich beeilen. Ich habe gesagt, wir wollen Geld machen und ein Pferd kaufen. Ich glaube, die Folge wird länger als eins im Tag gehen. Alisa hat erfahren, dass Clay in der Malerkarriere tätig ist. Und er ist ehrgeizig. Das würde ja passen. Sie ist ja auch ehrgeizig, aber die haben sich jetzt nicht gut verstanden. Sie könnte hier angeln, aber ob Angeln wirklich was bringt, also viel bringt, glaube ich nicht. Über Banalitäten geredet. Ja, es gibt das Wetter. Und wie steht es um die aktuellen Ereignisse, die passieren? Du hältst dich über die Sportmannschaften auf dem Laufenden. Solche Banalitäten regen zwar nicht den Verstand an, aber sie helfen, das Eis zu brechen. Okay, jetzt ist die Toilette besetzt. Müssen wir kurz warten. Sie wünscht sich, an einem Renntier für Anfänger teilzunehmen. Das heißt, sie kann das scheinbar jetzt machen. Und sie darf kurz mit Rio spielen, damit wir den Wunsch ihr erfüllen. Und dann können wir ihr den Wunsch anpinnen. Der wird uns doch jetzt nicht beißen, oder? Sie denkt an ihr Bestreben. Schön lieb sein. Kann man ihm auch Tricks beibringen? Nee, wir können nur mit ihm spielen und ihn freilassen. So, wir haben 954 Simoleons und ich glaube, das ist eine sehr schlechte Idee, eigentlich ein Pferd zu kaufen und unser ganzes Geld auszugeben, aber ich will es trotzdem tun. Wo ist denn, wo sind wir hier? Wo ist unser Zuhause? Was ist denn hier los? Zaubershow ist hier. Ah, hier, wow. Professionelles Pferdetrainingsseminar. Reitsportveranstaltungen besuchen. Na, lohnt sich das noch? Es ist 20 Uhr. Steht jetzt nicht, wie lange das geht. Ich würde sagen, du kommst einfach erstmal hierher. Und dann schauen wir mal. Jetzt behältst du den Vogel einfach auf der Schulter. Das ist ja cool.
Und sie fährt mit dem Taxi, deswegen. Da sitzt jetzt unser Ara, unser Rio, auf ihrer Schulter weiterhin. Zum Glück kostet das Taxi nichts. Pferd kaufen, ja. Ich wollte mal gucken, was es so für Angebote gibt, wie viel Geld wir ungefähr brauchen. Also ein Hengst wäre mir jetzt am liebsten, weil wir den dann zum Decken anbieten können. 1200, der hier 1197. Also ein günstiges Pferd, doch hier Bonnie. Wieso ist Bonnie? Bonnie ist ungezähmt. Okay. Er ist flink und schnell. Morgen, also morgen hätte ich gern, aber gut, da müssen wir ein bisschen sparen. Also Bonnie, aber wäre halt auch eine Herausforderung, Bonnie zu zähmen. Und springfaul, aber schnell. Das heißt, sie könnten wir für Rennen, für Pferderennen irgendwie benutzen. Benutzen. Hört sich jetzt auch blöd an. Ja, ich glaube, ich warte mal noch etwas mit der Entscheidung und würde nochmal überlegen, wie ich an Geld komme. Also sie möchte ja schreiben lernen. Sollen wir vielleicht ein Buch schreiben? Ist sie so eine, die Bücher schreiben würde? Sie könnte es ja mal probieren. Dann würde ich sie nochmal kurz in die Bibliothek gehen lassen. Und dann wird sie einfach einen Roman beginnen. Der wird vermutlich noch nicht sehr gut werden, aber ja, wir brauchen irgendwie Geld. Und dann, ich glaube, dann schicke ich sie einfach am nächsten Tag zu einer Teilzeitstelle. Oder gibt es so Gelegenheitsjobs? Ich weiß, dass man im Rathaus Tauchjobs annehmen kann. Vielleicht gibt es ja noch ähnliche. Oh, wie nennen wir ihr Buch? Meine Ankunft in Mayfield Springs. Okay. Und sie kann spenden, Rettungsschwimmerkarriere, Architekturkarriere, selbstständig. Ja, sie kann sich ja dann als selbstständig registrieren, wenn sie wirklich an den Rennen teilnehmen kann. Und Politikkarriere. Also es gibt keine Gelegenheitsjobs irgendwie. Dann, ja, würde ich sagen, schreibt sie ein Buch. Ich hoffe, das dauert nicht so ewig. Und mir fällt gerade auf, dass sie eine ähnliche Frisur hat wie Emilia aus Sims 4. Lustig, dass ich irgendwie doch immer ähnliche Sims erstelle. Mir noch gar nicht so aufgefallen. Und ich habe so gedacht, naja, einen braunhaarigen Sim habe ich eine Weile nicht mehr gehabt. Und die Frisur stand ihr so und ja, jetzt sieht sie ähnlich wie Emilia aus. Naja, eine kleine Erinnerung an unsere Emilia. Aber sie ist doch ein anderer Sim. Emilia war ja sehr romantisch und familienbewusst. Ich meine, sie wird Kinder auch mögen, denke ich mal, aber sie ist ja trotzdem ein anderer Charakter. Es ist schon wieder so spät, dass wir mal nach dem Einhorn auch Ausschau halten können, während sie hier schreibt. Ich hatte das schon mal privat versucht zu spielen, also vor Jahren, als Sims 3 noch, als es noch kein Sims 4 gab. Und mein Problem war immer, dass ich mich mit dem Einhorn anfreunden wollte, aber es so selten aufgetaucht ist, dass ich es dann immer nicht geschafft habe. Also ich bin gespannt, ob wir das schaffen. Bisher haben wir es ja echt noch gar nicht gesehen. Und Wildpferde haben wir auch noch nicht gesehen. Nö, es ist nirgends zu sehen. So, 0:34 Uhr. Ich glaube, es reicht für heute. Sie hat so einen kleinen grünen Strich schon geschafft und den Rest. Den Rest machst du dann ein anderes Mal. Sie fährt wieder mit dem Fahrrad. Sie ist also nur mit dem Taxi gefahren, weil sie den Vogel mitgenommen hat auf der Schulter. Da ist schon wieder. Da ist ein Wildpferd. Oh, jetzt ist sie so müde. Aber da sind Wildpferde. Cool. Die kosten natürlich nichts, wenn wir es schaffen würden, uns mit einem Wildpferd anzufreunden. Der sieht schon aus wie ein Senior. Oh Gott, aber sie ist voll im Eimer. Ich glaube, das können wir vergessen. Dann isst du nochmal Herbstsalat, aber das machst du schon von allein. Okay. Schade. Die laufen schon an uns vorbei hier an unserem Zuhause, aber du bist einfach zu müde.
Wir müssen noch einen Vogelkäfig unbedingt kaufen. Für unseren Ara würde ich aber so einen Vogelbaum kaufen. Dann fliegt er hier immer durch die Wohnung. Wow, wir haben gar keinen Platz. Ich weiß nicht, im Schlafzimmer. Ja, geht ja nicht anders. Dann müssen wir ihn im Schlafzimmer halten. Können wir ihn hier reinsetzen. Dann muss er nicht mehr im Inventar sitzen. Und ich werde ihre Bücher mal rauspacken. Was hat sie denn? Kochenband 1, Geschicklichkeit, Logik. Also das kann auf jeden Fall weg. Und die anderen können wir von mir aus nach und nach lesen. Ah, jetzt können wir mit ihm mehr machen. Jetzt können wir ihm Sprechen beibringen. Cool. Dann musst du ihn auf jeden Fall gleich füttern. Und dann, ja, schicke ich sie ins Bett. Sie ist völlig im Eimer. Gut, dann verabschiede ich mich an dieser Stelle wieder von euch. Ich werde gleich noch die nächste Folge aufnehmen. Also, ja, wenn irgendwas nicht in Ordnung war mit den Aufnahmen und so, dann wird es erst in der vierten Folge geregelt sein, hoffentlich. Und auch wenn ihr was geschrieben habt, dann werde ich ja erst in der vierten Folge darauf eingehen können. Sie kommt nicht ran. Aber heute haben wir schon mal ein paar Leute kennengelernt, unser Buch angefangen und wissen schon, wie viel Geld wir brauchen, um uns das Pferd zu holen, beziehungsweise haben wir schon ein paar Wildpferde gesehen. Vielleicht können wir uns auch mit Wildpferden anfreunden. Aber das schauen wir dann in den folgenden Folgen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann. Ciao.